Hallo Leute, herzlich willkommen zu Park Beyond. Wir schauen uns heute ein Spiel an, was ich vorab spielen darf. Das Ganze ist ein Werbevideo. Und es handelt sich dabei um einen Freizeitpark-Manager, wo man Freizeitpark managt. Und da schauen wir heute rein. Ich habe schon ein paar Stunden tatsächlich drin, weil das so ein Spiel ist. Ich bin nicht der erfahrenste Freizeitpark-Management-Spieler auf Erden. Deswegen habe ich mich vorab ein bisschen reingefuchst. Umso besser für euch, weil ich euch jetzt richtig schön an der Hand nehmen darf. Solltet ihr im Zuge dieses Videos Gefallen an einem Spiel bekommen und sagen, ey Henno, das ist ja unnormale Ehre, ich will unbedingt das Ding jetzt auch zocken, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link, das Spiel ist spielbar für die PlayStation 5, die Xbox Series oder den PC. Also für alle was dabei. Es gibt zwei Spielmodi, Kampagnenmodus, da habe ich die erste Mission gespielt, da wird man schön an der Hand genommen, bekommt so ein bisschen Steuerung, erklärt dies, das. Und es gibt den Sandbox-Modus, da gibt es unterschiedliche Maps. Die erste Map Erkundungspark, da ist quasi alles auf for free, da kann man sich komplett austoben. Aber wir werden heute kapitalistisch arbeiten, meine Damen und Herren. Das bedeutet, ich werde jetzt hier irgendeine Alpenregion oder so nehmen. Und dann, oder nee, machen wir so Wüste, ist ja auch geil. Wir machen so hier, Grand Canyon. So, und dann werden wir auf Standard-Schwierigkeitsgrad spielen, beziehungsweise in Standard-Einstellung und versuchen, richtig viel Geld umzusetzen. Wir machen einen schönen kapitalistischen Freizeitpark. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, Henno, gut, Freizeitparkmanager, was ist denn jetzt das Neue? Oder der USP, der Unique Selling Point des Spiels. Und da sage ich euch, das Ganze ist entwickelt von einem deutschen Entwicklerstudio, übrigens Limbic Entertainment. Und die haben einen Begriff ins Spiel gebracht, der heißt... Ist er hier abgebildet? Ne, hier, glaube ich. Der heißt Impossification. Da steht's, Impossification. Das bedeutet, wir werden jetzt Fahrwerke bauen oder Achterbahnen, wo physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Das heißt, in diesem Freizeitpark-Simulator-Management-Spiel, Digga, werden wir die Leute so zum Kotzen bringen. Ich bin ehrlich. Also es wird komplett wild. Am Anfang ist alles recht basic. Man baut so ja, seinen Standard-Freizeitpark auf. Und dann muss man Spaß generieren bei den Besuchern. Es gibt so verschiedene Werte bei einem Fahrwerk. Seht ihr gleich noch alles. Wenn man das macht, kann man den Park upgraden. Dann können mehr Besucher kommen. Und man kann Laborerweiterungen freischalten. Zeige ich euch noch. Und in diesen Laborerweiterungen kann man Module freischalten, wo die Sachen dann geupgradet werden. Man kann so seine Achterbahn upgraden, zum Beispiel einfach eine Kanone reinbauen. Dann fährt die Achterbahn durch eine Kanone und wird 200 Meter durch die Luft geballert. Sowas zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es Begeisterung. Man sammelt Begeisterung, geht hier so eine Leiste in diesem Stift hoch. Wenn das voll ist, bekommt man eine Impossification. Und für mehrere Impossifications kann man seine Fahrwerke und Achterbahn auch upgraden, dass sie komplett grenzdebil werden. Das erstmal vorab, damit ihr so eine grobe Erwartungshaltung habt, worum es heute geht. So, ich habe jetzt erstmal Spiel pausiert. Es ist recht so von der Steuerung, denke ich mal. Kennt man das? Wir haben hier links ein paar Menüs. Fahrgeschäfte, Achterbahn, Shops, also auch Souvenirs und Essen und Trinken und hast nicht gesehen. Man kann auch super viel dekorieren. Es gibt tausende Dekoartikel über ja, reine Dekoartikel, Licht, da gibt es noch Unterreiter, Pflanzen, Steine, was weiß ich, ohne Ende. Und man kann noch mehr freischalten durch Stufenaufstieg, Parkstufe. Man kann from the stretch, Alter, quasi Sachen bauen. Also richtig so, das ankert auch ineinander Wände. Hier kann ich zum Beispiel so machen, zack, ja. Und meine eigenen Sachen bauen oder fertige Fuhrwerke oder Achterbahnen, die ich habe, so ein bisschen gestalten und umrahmen. Ja, da gibt es alles Mögliche. Auch hier wirklich super viele Sachen. Was ist das? Okay, ja, also es gibt wildes Zeug. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem Park. Und ich stelle mir vor, wir machen einen schönen Weg. Die kosten alle $1. Wir machen so einen schönen gemusterten Weg. Und wir umrahmen den schön mit Ziegelsteinmauern. Und wir machen den sehr breit. Und dann werden wir hier
einen Weg bauen für 40 Dollar. Wir haben 10.000. Und den bauen wir noch einen Tucken weiter. Und jetzt stelle ich mir vor, dass wir hier so ein rundes Plateau haben, wo Shops drumherum sind und Wege abgehen zu den einzelnen Fuhrwerken. Ich weiß nicht, ob das marketingtechnisch Sinn macht, denn man will ja, glaube ich, wir können auch die Kurven übrigens ausstellen, dann ist das so direkter, das geht auch. Weil ich glaube, was man ja beachten muss bei so einer Erstellung eines Freizeitparks, dass man so auch quasi die Mengen, die Menschenmassen, wie die sich bewegen, dass man das auf dem Schirm hat. Ja, das heißt, wenn die ja aus einem Fuhrwerk draußen sind, sollen die auch direkt ins nächste oder so. Wisst ihr, wie ich meine, Digga? So, wir machen das. Nee, wie machen wir das denn? Wie baue ich am besten jetzt so einen Platz? Ist, glaube ich, gar nicht so easy. Oder wir machen hier so eine T-Kreuzung. Das ginge auch. Machen wir mal Kurven weg. So quasi 90 Grad. So. Und dann nochmal in die Richtung. So. Passt das? Nicht ganz. Aber das ist auch nicht gerade. Guck mal, wir können das hier schön top-down machen. Es soll ja auch schön... Ah, wobei, heute geht es gar nicht mal so sehr ums schöne Aussehen. Heute geht es vor allem um die Funktionalität und die Gewinne, die wir verzeichnen. Ich werde jetzt so ehrenlos die Leute hier ausnehmen. Geil. So, das ist cool. Oh, nee, es gefällt mir nicht ganz. Es ist ein bisschen zu kurz. Ein bisschen zu kurz. So, zack. Und zack. So. Und jetzt. Ja, das passt jetzt so. Jetzt werden wir erstmal. Pass auf. Wir werden jetzt, man hat am Anfang noch nicht viel, man schaltet das alles frei durch Parkstufen und Freischaltung. Und das ist übrigens ein sehr cooles Element, weil man dann immer so ein bisschen eine Karotte vor der Nase hat. Also wir machen erstmal einen kandierten Apfelshop. Ne, in der Mitte kommt eine Toilette hin. Eine fette Toilette. Standard-Toilette Beyond. So. Eine Toilette. Die ist ganz schick. Weil man muss quasi auch gucken, was die Leute für Bedürfnisse haben. So, hier kommt der Apfelshop hin. Da kann man auch aber Süßigkeiten, so gebratene Mandeln und so weiter kaufen. Und rechts kommt ein Getränkeladen hin. Softdrinks. Junge, ein ganzer Laden für Softdrinks. Das ist auch ein bisschen, naja. Also, ja. Ist jetzt nicht wie im Heidepark. Da hat man beides in einem. So, und ansonsten können wir Snackautomat, Süßigkeitenautomat, Geldautomat wäre, glaube ich, wichtig. Dass wir Geldautomate bereitstellen, damit die Leute, die kommen quasi mit Cash rein in unseren Park und dann gehen die wieder. Wenn die keinen Cash mehr haben. So. Das ist erstmal so die Basis. Wir können dann noch gleich Bänke hinstellen, aber jetzt werde ich erstmal zwei Fahrgeschäfte aufbauen. Man hat am Anfang drei Stück zur Auswahl. Wir nehmen krasser Krake. Den bauen wir hier hin. Zack. Da gehen die rein. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ihn anklicken und einen Eingang und einen Ausgang bauen. Der Eingang muss im Idealfall eine schöne Warteschlange bereithalten. Dass da schön ein paar Stecken und da ein guter, wie heißt es, ein guter Durchfluss ist quasi. Also, ne, würden wir jetzt keine Warteschlange bereithalten, keinen Platz für eine Warteschlange, würden halt Leute, wenn das Ding in Betrieb ist, einfach wieder weggehen. Ja, die sollen sich schön davor stauen. So. Und dann machen wir einen Smallie-Weg zur nächsten Attraktion. Warte mal. So, schön geschwungen. Und dann machen wir... So. Geil, das ist doch geil. So, und jetzt pass auf. Nächstes Fahrgeschäft. Machen wir ein strahlendes Pendel. Aber mir fällt gerade auf, dass wir den wieder wegnehmen. Genau. So, jetzt machen wir hier so ein Pendel. Das ist auch heftig. Und das... Lass mich mal überlegen. Machen wir jetzt auch hier einen Weg? Und hier einen normalen? Also eine Warteschlange? Oder machen wir hier direkt die Warteschlange? Ich glaube, wir probieren es erstmal so. Einfach auch, weil es schöner aussieht.
Warteschlangen dürfen keine Kreuzung haben. Mehr haben sie noch nicht. Entspann dich. So, und der Ausgang ist dann hier. So. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das ist die Basis. Und jetzt lassen wir einfach mal laufen. Wir nehmen ein bisschen, das ist übrigens der Eingang zu unserem Park. Wir nehmen ein bisschen Eintritt, 1,50. So, und hier kommen jetzt die Leute an. Und ich muss sagen, Animation und alles ist cool. Ja. Manchmal, wenn die so ein bisschen stacken aufeinander, also wenn es einfach sehr viele auf einmal sind, dann ja, schieben die sich mal ein bisschen komisch weg oder so. Oder hier zittert mal einer, aber das ist total in Ordnung, denke ich. Wie gesagt, übrigens, Vorabzugang. Ne? Ich spiele hier quasi den Beta-Zugang für die Presse. Mit dem heutigen Tag ist übrigens das Spiel draußen. Also das auch nur. Wir haben jetzt noch 6.000. Ich würde jetzt, während die sich hier vergnügen, auf der anderen Seite im selben Stile weitermachen. Wir haben nämlich noch das geile Piratenschiff. Pass auf. Das machen wir. Oh, das ist cool hier so dazwischen, oder? Nee, hier starten wir eine Achterbahn rein. Das wird ja der Hammer. Okay, warte. Man kann die Sachen natürlich auch drehen. Ja, machen wir quasi so gespiegelt. Ja. Das heißt, auch hier. Nee. Man kann die nochmal anwählen und bewegen. Alles kein Stress. Man kann natürlich auch das so machen. So würde ich es gerne, ja. So. Jetzt Eingang. Zack. Die Preise und so kann man natürlich auch bestimmen. So. Und so. Okay. So, jetzt kommen die Leute. Guck mal, hier ist ein schöner Highway. Highway to Hell, Digga. Man kann auch die Leute anklicken. Es gibt quasi verschiedene Gruppen. Es gibt Familien, Teenager und Erwachsene. Und die haben natürlich andere Bedürfnisse, aber auch andere Faktoren, warum sie in etwas reingehen, in eine Attraktion. Ja, Teenager mögen es gerne, keine Ahnung, richtig heftig, freier Fall und hast nicht gesehen. Während für Familien das Kacke ist, wenn da Oma und Opa freier Fall haben, 100 Meter in die Tiefe bei 120 km/h, dann fliegt denen das Gebiss aus der Fresse und so und die kriegen Herzinfarkt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen für alle was anbieten. Hier werden schon die ersten Äpfel verkauft, das ist ja der absolute Hammer. Und das Piratenschiff scheint. Nee. Ja, okay. Das Piratenschiff haben wir jetzt natürlich auch erst nachträglich gebaut. Das heißt, die neuen Leute müssen erst reinkommen und das auf dem Zettel haben. So, aber wie sieht's hier aus, Leute? Wollt ihr in eine Attraktion? Okay, wir stellen ein paar Bänke hin. Weil die Leute können auch Energie verlieren. Weil, wenn sie keine Energie mehr haben, dann gehen sie nach Hause. Das wollen wir nicht. Wir wollen die so lange wie möglich im Park behalten. Im Park Beyond, Digga. Wir gehen als erstes auf die Toilette. Was sind das für komische Loser? So. Und wir stellen Mülleimer natürlich bereit, damit der Park möglichst sauber bleibt. Guck, wir setzen sich auch direkt hin. Weil ansonsten, wenn die keine Energie mehr haben, dann gehen die einfach nach Hause. Oh, hier will jemand fahren. Hammer. Oh, da geht's schon los. Da sind schon Leute drin. Man kann die auch anklicken. Und dann aus deren Perspektive das erleben. Cool, oder? Hey! So, und das ist jetzt ja eine normale Attraktion, sag ich mal. Kennt man vielleicht auch. Das Ding kennt ja jeder, oder? So, und wir sammeln, wie gesagt, Begeisterung. Wir haben aktuell 342 Begeisterungen von 2000 und wir generieren 19 pro Tag aktuell. Jetzt gehen die aber erstmal rein und farmen ganz viel Begeisterung. Und bei 2000 bekommen wir eine Impossification. Und mehrere können wir dann verwenden. Oh, guck mal, hier ist richtig Schlange schon. Geil. Oh, das Ding hasse ich. Boah, im Heidepark gibt es so ein Teil, das ist gar nicht so heftig. Aber da habe ich mir als Teenager fast eingestuhlt. Ich habe ja auch Höhenangst und da ist das Ding der absolute Killer. Wenn man da ganz oben sitzt... Ich kann das nicht, Freunde. Ich kann das nicht. Ich setze mich mal ein bisschen mehr ins Bild. So. So, da ist eine schöne Schlange. Hier fressen die alle geil und saufen. Hier geht's auch ab. Das wird voll gemacht. Man kann natürlich auch Preise und alles einstellen. Man sieht auch ein bisschen so Stats. Zum Beispiel das Ding ist universell beliebt. Familien eher weniger, weil es ein bisschen heftig. Während wahrscheinlich das Ding besser für Familien ist, oder? Ja. Ja, das ist ein bisschen harmloser. Ich kann euch mal in dieses Labor... Hier, Sophias Labor. Ist voll crazy. Also auch der Kampagnenmodus. Da hat man auch Cutscenes und so. Und diese Sophia ist meines Wissens nach ein Charakter,
der quasi hilft, den Park vom Papa oder so ein bisschen zu peppen. Und da wird halt crazy Scheiß entwickelt. So ein bisschen von Entenhausen. Wie heißt der? Daniel Düsentrieb mäßig. Und da schaltet man neue Sets dann frei auch, wenn man den Park levelt. Hier, Kanone. Dicker, ihr seht's. Boom. Da wird das Ding rausgejagt. Also, das ist der absolute Hammer. So, wir farmen jetzt aber erstmal ein bisschen Kohle. Und müssen jetzt mal Leute einstellen. Wir müssen natürlich Personal einstellen. Wir stellen eine Reinigungskraft ein und Wartungspersonal. Und einen Animator. Animateur. Regt Besucher dazu an, voll in die Atmosphäre einzutauchen. Verbessert ihr Parkerlebnis dadurch insgesamt und gestaltet ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich. Okay. Die müssen jetzt hier dann auch ankommen durch den Eingang. Hoppala. Hier. Hier kommen die drei. Einmal hier Reinigungskraft, schön mit dem Laubbläser. Dann Instandhaltung. Und Animateur. Weil die Dinger verlieren natürlich auch Wartungszustand. Und dann können Unfälle passieren. Oder der Betrieb fällt aus oder so. Ist ganz geil. Und wenn wir jetzt ein bisschen Geld fahren und das alles läuft und wir grüne Zahlen schreiben, dann würde ich gleich eine Achterbahn bauen. Aber das sieht ganz gut aus. Es gibt ja auch so ein Wärmebild. Also man kann hier alles optimieren. Ich werde so tryharden. Es gibt ja so Wärmebildkamera, Digga. Hier, genau. Und da kann man zum Beispiel angucken, Glücksgefühl. Ne, rot ist schlecht, gelb ist okay, grün ist gut. Die sind alle happy. Ah, okay, die warten ein bisschen lange wahrscheinlich. So, dann trinken. Haben wir genug zu trinken? Okay, cool. Die kaufen alles zu trinken, sieht aber gut aus. Alles im Rahmen. Essen, ähnlich. Toilettenbedürfnis, absolut in Ordnung. Energie. So, und dafür braucht man die Bänke, ne? Die sind zum Beispiel komplett im Arsch. Die gehen gleich. Das sind Teenager. Aber wir haben eigentlich genug Bänke, oder? Also die müssen eigentlich zu den Bänken jetzt gehen, sich hinsetzen. Und dann tanken die wieder auf. Wenn die es eine ganze Weile nicht können, dann gehen die. Ja? Heißt, die müssen die sich jetzt eigentlich hier hinsetzen. Machen sie aber nicht. Oder sie stellen sich hier an. Oder sie wollen auf Toilette. Naja, man kann die auch anklicken. Und dann sieht man, glaube ich, auch, wie viel Kohle die dabei haben. Guck mal, die haben gar keine Energie. Ja, irgendwie sah man, wie viel Kohle die dabei haben. Hier, Geldbeutel, 106 Dollar. Ne? Das geben die ja alle schön aus. Ich würde noch mehr Bänke bauen. Hier kommt noch ein Store hin. Gegenüber baue ich Bänke. Oder ich mache so Blumen hin und trenne das so ein bisschen. Ja, warte mal. Pflanzen. Lichtquelle. Ja, wir können auch so Lichtquellen machen. Genau, warte. Wir können das... Nee, warte, ich will nicht, dass es ankert. Präzisionsmodus erweitert. Oh. Nee, warte mal. Also man kann das natürlich alles super genau setzen, aber ich will es gerade einfacher eigentlich. Ich will nicht, dass es automatisch am Rand ankert. Weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie ich das mache. Aber das muss safe gehen. Versetzen? Nee. Rotation? Nee. Nee, das ist, wenn es set ist. Nee. Hm. Okay. Weiß ich gerade nicht. Das geht aber safe. Aber dann machen wir es anders. Dann machen wir weiter hier Bänke. Nee, warte. Ich will das ganz an die Ecke machen. Oh, setzen sich schon hin. Nein. Aus. So. Und jeweils ein Mülleimer. Kostet Mülleimer laufen... Haben Mülleimer laufende Kosten? Nö, nur einmalig. Gut. Dann machen wir nämlich hier auch schon Mülleimer hin. So. Haben wir noch mehr Bänke. Weil mir fiel gerade auf. Jo, da sind echt einige... Bei Energie rot. Ja, die gehen. Scheiße. Ne? Das darf nicht passieren. So, Übelkeit. Alles in Ordnung. Wir haben keine heftigen Sachen. Wir müssen dann nämlich so Personal haben, die aufpäppeln. So, und sucht Souvenirs. Ja, Souvenirshop haben wir noch nicht. So. Oh, wir haben eine Impossification generiert. Personal braucht eine Impossification. Man kann Personal upgraden, dann kriegen die so riesige Greifhaken wie bei Spider-Man 2, Dr. Octopus und so. Dann können die heftiger aufräumen. Das Spiel wird richtig crazy. Shops brauchen 2, Fahrgeschäfte 5, Achterbahn 5. Wir haben auch generell immer Ziele. Ihr seht es rechts unten. Ja, hier besitze ein impossifiziertes Fahrgeschäft.
dann kriegen wir 1500 Dollar Belohnung. Ist ganz geil, finde ich. Ja? Hat man immer auch ein bisschen was, worauf man arbeiten muss. Wir sehen oben zu 95% Sauberkeitswertung. Oh! Neue Parkstufe erreicht! So, jetzt haben wir eine neue Laborerweiterung. Gehen wir zu Sophias Labor, Digga. Entweder 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Shops. Oder Attraktion mit geringem Durchlauf, also wo schnell gepumpt wird. Oder Bedürfniserfüllung für Anfänger. Enthält Shops und Extras, die den Besuchern helfen, all ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ah, okay. Luxustoilette, Verkaufsautomat, Delikatessenshop, Bubble Tea Shop, Bänkepaket. Attraktion mit Fokus auf Spaß. Mit Fokus auf Rentabilität oder auf Begeisterung. Ich würde sagen Begeisterung, weil wir wollen, durch Begeisterung generieren wir ja Impossifications. Das machen wir. So, das heißt, wir machen jetzt noch schöne Fahrwerke mit Fokus auf Begeisterung. Da sind immer, ne, ihr seht es, Spaß, Rentabilität, Begeisterung. Und das geht, glaube ich, bis zu 5 Sterne, beziehungsweise das jeweilige Symbol. Hier brennt irgendwas ab. Achso, das Ding brennt. da haben wir das. Das hat 4 Sterne. Das hat 5. Krasser Krake. Ach, den haben wir schon. Geil. Und Weltraumtraining hat auch 4. Und bunte Balance hat auch 4. Okay, Weltraumtraining. Okay. Ist es das, was ich denke? Das killt mich immer in echt. Oh, das habe ich in echt gemacht. Da gibt es ein Video zu. In Karls Erdbeerhof, Digga. Das ist insane. Ihr seht übrigens... ich fange nochmal von vorne an. Ihr seht übrigens... Wir haben... bedingt Platz. Und neuen Platz müssen wir freikaufen. Auch geil. Auch ein cooles Element. Das heißt, am Anfang muss man gucken, wie man mit dem Platz natürlich möglichst gut klarkommt. Pass auf. Ich würde das... so längs hier machen. Ja? Oh, nein. So? Genau, so. So, oder? Nee, warte mal. Ich möchte, dass die Warteschlange nicht zu kurz ist. Dann mache ich die von da. Aber die Kurve könnte zu eng sein. Wir schauen mal. Wir können das ja immer noch umplatzieren. So. Eingang. Ja, das ist doof. Man kann natürlich mehrere Steps so machen, das geht, ja. So beispielsweise, ja. Ja, actually machen wir das. Das ist cool. So, und Ausgang. Zu lange Wege ist vielleicht auch doof. Wer weiß das schon? Und dann könnte ich so machen, ja. Beispielsweise. I guess. Wir machen's. Alter, aber das Ding hat Bock gemacht. Ich war in Karls Erlebnishof. Ist eigentlich so ein Kinderfreizeitpark. Und da haben wir so ein Extreme Wild Rift Video gemacht, wo wir in solchen Sachen drin waren und dabei LOL quasi gespielt haben auf dem Smartphone. Das heißt Wild Rift. Ist übrigens sehr zu empfehlen. Ist ein sehr gutes Mobile Game. Es gibt ja, glaube ich, gerade unter meiner Zielgruppe so ein bisschen diese veraltete Narrative. Mobile Games, alles Schmutz. Aber mittlerweile gibt es ja alles auf dem Handy. Vampire Survivors, Brotato, auch richtig gut umgesetzt. Und halt auch League of Legends. Okay, dann schauen wir mal. Das generiert viel Begeisterung. Anfang, aber immerhin bewegen sich unsere Besucherzahlen in die richtige Richtung. In die andere Richtung wäre allerdings auch nicht mehr viel Spielraum. Ach, Izzy, komm, hör auf! Na, hör mal! Immer diese Negativität. So, jetzt pass mal auf. Wir haben, oh, hier gibt's Rabatt drauf. Junge, das kostet nur 490 Dollar statt 700 Abfahrt. Zack. Oh, hier geht's jetzt ab. Irgendwo ging richtig Mucke ab. Man kann auch die Mucke wechseln und so. Warte, wo ging das? Das ist jetzt gerade die Baumusik. Irgendwo konnte man die Mucke wechseln. Hier, Abenteuer voraus, die Musik. Alien Chronik, Cloud Geschäft, gruselige Grooves. Ja, gruselige Grooves. Ja, da kriegen die Schiss, super. Oh, hier geht's jetzt richtig ab, das will ich mir angucken.
Lol, die haben gar keine... Jo, Alter, genau so war es bei mir. Karls Erlebnishof, Abfahrt. So. Achso. Eingang. Ich glaube, das ist ein gutes Grundkonstrukt. Oh, die haben richtig Bock. Das generiert so geil Begeisterung. Nice. Ich glaube, wir machen es sogar extra billig. Wobei, wenn es voll wird, wird es voll. I mean, die Schlange ist gut. Hier ist nicht so geil. Hier ist auch nicht so... Ja, es ist okay. Es ist alles im Rahmen. Gut. So. Oh, es geht los. Mit so einem Cowboy-Hut. Passt super in den Grand Canyon rein. Ich glaube, das wird hier das Highlight des Parks erstmal. Oh ja. Und jetzt Abfahrt. Oh, Alter, mit Feuer. Ja. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Ich glaube, das impossifiziere ich als erstes, weil ich könnte mir vorstellen, dass am Ende das Ding dann in die Luft ballert, 100 Meter, und wieder runterkommt. Es wird wirklich crazy, Leute. Und man kann die Sachen mehrmals, glaube ich, sogar auch impossifizieren. So, es wird Nacht, Senoritas. Das heißt, wir bauen ein bisschen Licht. Wir bauen Licht, auch klar. So, das heißt, wir machen, glaube ich, hier einfach so ein bisschen dekomäßig Strahler auf dem Boden. Das ist cool. Das ist lässig. So. Schafft Atmosphäre. Und dann natürlich, warte mal, wir gehen auf Licht, right? Licht, zack. Ich glaube, wir machen so Standardlampen, oder? Das ist so ein bisschen westernmäßig. Guck mal. Das ist doch cool. Zack. 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 Ja? Ist das nicht toll? Kosten die Strom? Nee, ne? Die kosten einfach nichts. Lull. Also man kann natürlich auch optisch seinen Park ordentlich peppen. Ich bin ehrlich, ich will Umsatz. Aber das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. So. Zack. Also wenn das nichts kostet, baller ich hier ein bisschen hin, ist doch klar. So. Das ist ja ein bisschen beleuchtet. Oh, auch schön hier mit DLSSS DL an. Ah, geil, das ballert. Schön. Wir haben drei Impossifications. Hier ist richtig Schlange. Der Rubel rollt. 1200 Bilanz. Walla Bilanz. Okay, cool. Hier. Ja, bauen wir jetzt eine Achterbahn? Warte mal, ein Fahrgeschäft haben wir doch noch, oder? Ja, dieses Weltraumding. Warte, kommen hier Leute rein? Warum wird das nicht gefahren? Das ist suspicious. Warum gehen hier keine Leute rein? Ausgang ersetzen. So, jetzt. Das ist manchmal, habe ich gesehen, muss man das nochmal neu setzen. Verwendung verlassen, ja. Da geht keiner rein. Null Gäste und wir machen ein Minusgeschäft. Geht mal da rein. Ich spur mal vor. Hat das jetzt was gebracht? Ansonsten platziere ich es einmal um. Das hilft oft. Ja, da geht keiner rein, oder? Oh, die sind alle erschöpft. Leute, wir haben 600 Leute im Park. Ist cool. Ja? Nee, die setzen sich hin. Okay, es sieht so aus, als wäre das... Als müsste ich das einmal umsetzen. Da geht keiner rein. Ja, ich setze um. Okay. Zack. Wir machen den weg und den weg. Vielleicht reicht das schon, aber... Ja, vielleicht reicht das schon. Warte mal. Einfach Ein- und Ausgang nochmal neu. Wir machen jetzt erstmal den Ausgang... eigentlich will ich den Ausgang nicht Richtung Parkausgang haben. Ja, schon eigentlich so, oder? So, und Eingang, so. Let's go. Man kann sich auch immer Feedback der Leute angucken. So, ich spule vor. Ansonsten müssen wir es wirklich umpositionieren. Das kann auch sein. Ja, es ist auffällig, wie oft die dran vorbeigehen. Ich glaube, wir müssen es umpositionieren. Ah, ich warte nochmal kurz. Ich weiß nicht, wie die KI sich hier so verhält. Ob vielleicht erstmal neu im Park kommen müssen, Ideas registrieren, dass man hier jetzt rein kann, aber eigentlich nicht. Boah, Alter, hier bam, bam, bam. Auch geil. Oh, wir haben 4 Impossification schon, also das macht Work. Gut, wir setzen es um. Ich kann mir vorstellen, dass das hier zu wenig ist irgendwie für das Gebäude. Gut, dann das weg, das weg.
Kann man schön mit entfernen und dann einfach Point and Click. Okay, ich mach das Licht weg. Das ein bisschen weiter nach rechts. I guess. Ja. Es tut mir leid. Das macht jetzt natürlich Minus. Aber es ist vollkommen in Ordnung. So. Ausgang. Eingang. So. Das Ding. Dahin. Ja, das sollte so gehen. Ih, das ist jetzt im Boden. Ah, okay. Was man machen kann. Man kann theoretisch das auch so machen. Also man kann wirklich... Das habe ich euch noch gar nicht so krass gezeigt. Man kann wirklich sehr wilde Parks bauen. Also auch mit Wegen über Wegen. Auch da physikalische Gesetze. Wallabilla. So, warte mal. Jetzt muss ich aber Shift runter. Und dann so. Zack. Und hier... Oh, das könnte jetzt eng werden. Warte mal, ich mache nicht Kurve. Zack. Und dann... Jetzt hat er doch Kurve. Ich sag Kurve aus. Okay. Jetzt hat er Kurve aus. Ja, ist ein bisschen komisch, aber geht. Okay, ich lass laufen. Hier würde ich mir wünschen, dass 1, 2 und 3 auf der Tastatur gingen. Aber es kann sein, dass es F-Tasten sind. Vielleicht kann man auch Hotkeys belegen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber ja, gut. Dann machen wir hier nochmal Licht. Das war hier Deko. Zack. Okay. Geht hier jetzt rein, Leute. Ich warne euch. Geht rein. Geht in den scheiß Laden. Ich sag's euch. Ich sag's nicht zweimal. Geht in den Laden. Habe ich irgendwas? Nee, an sich müsste alles gehen. Ticketpreise runter. Guck mal, hier gehen die auch direkt rein. Hier ist schon Schlange voll. Irgendwas, also hier ist irgendwas im Argen. Mögen ihr es nicht? Aber es gibt doch kein Feedback. Nee, es ist irgendwie buggt. Das ist wirklich verbuggt, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe es jetzt umpositioniert. Eigentlich müsste es gehen. Das hatte ich auch bisher noch nicht. Ey, geht mal auf dem Weg lang. Was ist mit euch los? Hm. Na gut. Dann, wir lassen es mal laufen. Vielleicht ist es wirklich so, dass die KI erstmal neu im Park ankommen muss. Bei komplett neuen Geräten. I don't know. Boah, hier ist aber echt Schlange. Krass. Richtig Bock auf den Park. Wir müssen gleich mal uns das Kundenfeedback komplett angucken. Wir haben 5 Impossifications. Geil. Okay. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Wir sehen jetzt, also ich habe jetzt links oben, ne, auf diesen Stift geklickt. Wir sehen, wir haben 5 Impossifications. Und wir haben jetzt anhand dieser grünen Symbole Undock-Punkte, also wo wir das einsetzen können. Ja? Und dann sieht man auch links, was sich verbessert. Ich würde auf jeden Fall das Ding nehmen, glaube ich, oder? Colorado Fahrt wird dann zu Colorado Duell. Der Spaß geht nur auf 5 Sterne. Rentabilität geht auf 4 Sterne. Und Begeisterung bleibt auf 4. Aber Instandhaltung $500 mehr im Monat. Aber wir machen es. Achso, jetzt muss ich gedrückt halten. Boom. What, es überkreuzt sich? Okay, kind of gefährlich. Gut, jetzt haben wir auch unser Ziel erreicht. Das heißt, wir haben $1.500 bekommen. Jetzt bin ich krass gespannt. Passen ja auch jetzt doppelt so viele Leute rein. Das heißt, wenn wir hier viel Andrang haben, müssten wir doppelt so viel Umsatz machen mit dem Ding. Und die Kosten sind gestiegen. Oh, die sind ganz schön schlapp. Naja, dann eine schöne Wachrüttelfahrt. Und das Ding macht mich aggressiv. Ich glaube, ich setze das gleich. Also ich glaube, ich entferne es. Dann kriegen wir ein bisschen des Preises zurück und dann setze ich es neu. So, jetzt bin ich aber gespannt. Mach den Laden voll hier. Oh, okay, das waren die letzten. Was ist das denn? Bitte halten Sie sich an die Absperrung! Schlimm.
So, ist jetzt noch nicht voll, weil es jetzt gerade frisch eröffnet ist und noch nicht so viele da waren für zwei. Aber ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Okay. Okay, entspannt euch. Okay, die legen los. Okay. Okay, der kommt wieder. Und jetzt geht's los, ja? Guck mal, es ist auch ein weißer und ein schwarzer Hut. Oh mein Gott! Der ist rübergesprungen! Halfpipe! Das ist übrigens nicht verschnellert gerade. Okay, wir schauen uns das mal an aus der Perspektive der Leute. Ich würde kotzen. Ich würde so kotzen. Ja, okay. Krass. Das bockt. Aber warte, dann kotzen die doch jetzt alle bestimmt, oder? Warteschlange ist gerade zu lang. Lieber nicht. Nee, 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 nee. Übelkeit, 33. Ja, ich glaube, wir stellen jetzt mal einen Sunny ein, oder? Aber erstmal fixen wir das. Also, wir demolition es. Und jetzt kaufen wir es neu. Vielleicht braucht es das. Ist doch weiterhin im Sonderangebot. Wir erhöhen es leicht. Das fand ich eigentlich cool. So. Warte mal. Weg, weg. Ausgang. Zack. Warte mal, Kurve. Nee, andere Seite. Na egal, machen wir. Warum geht das nicht? Ah, so. Und dann so. Top. Eingang. So. Ne, actually. Warte mal. Rückgängig. Zack. Das Ding kommt weg. Zack. So. Und jetzt. Eingang. Kurve an. Und schön so. Ja. Klasse. Jetzt kommt da keine Explosion. Aber hier geht es jetzt richtig ab. Das Ding wird jetzt auch voller. Verwendung Maximum. Geil. So. Geht bitte in diesen Laden. Ich bete euch an. Geht da rein. Oh, die verlassen alle den Park. Ja, ich glaube, wir müssen gleich auch mehr Snacks und so bereitstellen. Hä, wo gehen die denn hin? Die gehen rein! Das ist nicht, wie es geplant ist, Leute. Aber, ja, es zeigt, da ist irgendwas, glaube ich, verbuggt. Aber gut, immerhin wird es benutzt. Ja, jetzt gehen die auch da rein. God bless. Aber das, und dann switchen die darüber. I mean, Hauptsache es läuft. So, wir gucken jetzt ein bisschen die Bedürfnisse an. Glücksgefühl. Ah, okay. Trinken. Ja, wir brauchen noch einen Trinkshop. Essen auch. Da können wir viel Umsatz mitmachen. Toiletten ist cool. Energie ist an sich auch cool. Vielleicht ein, zwei Bänke mehr. Übelkeit. Oh, da sind ein paar gelb. Die sind rot. Okay. Gut. Dann stellen wir jetzt eine Rettungskraft ein. Kostet 215 im Monat. Übrigens, die leveln auch. Und haben auch Energie, sehe ich gerade. Ich habe eine Sache vergessen. Also die leveln auch. Die fangen an als Assistent. Dann werden die Junior, dann Intermediate, Senior und so weiter. Wir brauchen Personalraum. Hab ich voll vergessen. Personalraum. Machen wir hierhin. Oder? Nee, eher ab, weit vom Schuss ab. Weg, oder? Walla, ich weiß nicht. Vielleicht auch hier? Nee, schon eher mittig. Hier wäre so ein Taco-Shop noch ganz geil. Ich mach's hierhin, ja? Ich mach's hierhin. So, dann können die sich da nämlich ausruhen. Das wäre ein Eingang. Und das wäre ein Unterhaltungspunkt. Was leider auch immer am Rand irgendwie platziert ist. Ein Unterhaltungspunkt sind designierte Standorte für Aufführungen durch Animateure, bei denen der Spaßzuwachs von Besuchern in der Nähe vorübergehend steigt. Ich würde super gern wissen. X, nee. Rechts unten habe ich ein paar Hotkeys. Ich kann euch das mal zeigen. Bewegen. Rotieren. Zoom. Präzision. Gitter. Nee. Freie Rotation. Nee.
Um 30, nee, Shift, nach oben, unten. Ja, irgendwie ankert das am Rand. Und ich bin mir ziemlich sicher. Also wir können es auch einfach mal so umherschieben. Das ist zwar ein bisschen umständlich, aber genau, das in der Mitte hier. So, ein Unterhaltungspunkt ist, da geht Animateurin hin. Die ist, ja, hat 2 Sterne. Das heißt, sie ist Stammkraft. Und als nächstes Senior, super. Aber die gehen jetzt wahrscheinlich alle erstmal in den Personalraum und tanken da auf. Das sind jetzt aber alles neue Kosten, muss man auch sehen. Wir machen nicht mehr so viel Gewinne. Okay, egal. Genau, noch ein Getränkeshop. Und noch ein Foodshop. Aber die gleichen nochmal. Wir machen lieber Snackshops. Kleiner Snackautomat. Wenn die fertig sind hier. Hier zum Beispiel. Die kommen raus. Zu nah. Ein Objekt ist im Weg. Zu nah einer anderen Kreuzung. Hier ginge es. Na gut, machen wir hier einen Snackautomaten hin. Ah, jetzt steht der da so im Sand. Das finde ich persönlich hässlich. Snackautomat. Kann man den ein bisschen höher machen? Ach nee, dann ankert der da nicht. Ja, das ist... Ja. Ihr seht's, ne? Machen wir hier jetzt einfach. Auch wenn's wirklich ugly ist. Und ein machen wir hier hin. Ne, dann machen wir einen Süßigkeitenladen. Ne, Süßigkeitenladen eigentlich da, wo 4 Teenager reingehen, ne? Das ist aber hier. Super. Und ein Getränkeautomat. Hier auch. Snackautomat. Süßigkeitenautomat. So. Super. Okay. Klasse. Ah, das ist crazy. Das ist crazy. Oh, Wartungszustand 50%. Ich glaube, ich muss noch ein Wartungspersonal einstellen, ja? Abfahrt. Gut. Nicht, dass da... Also, wenn hier ein Crash passiert, dann bin ich meinen Job, glaube ich, los. Bin ich ehrlich. Aber auch zu Recht. So, ich brauche irgendwie mehr Spaß. Und Sauberkeit ist auch wichtig. Ja, das lässt auch nach. Vielleicht Was ist denn hier los? Was ist mit dem Weg los jetzt? Oh. Warte mal, den mache ich neu. Ich hoffe. So. So. Ja? Supi. Okay. Ihr könnt übrigens auch die Wege komplett anders gestalten. Sowohl das Gitter als auch hier zum Beispiel Pac-Man-Schachbrett gibt's. Ja? Ich mache das jetzt extra in diesem Western-Stil, sag ich mal. Wobei, dann wäre eigentlich so ein Holzbretterboden geiler, ne? Oder so Erde. Gibt's so Bretter? Rote Metalle. Oh, krass. Hier, Bretter. Das wäre eigentlich... Ach nee, das ist Blech. Naja. Ah, okay, das hier ist so das Familiending. Jetzt sehen wir es auch mal. Super. Wir könnten jetzt eine Servicekraft upgraden. Alter, das Ding ist krass, ey. Junge. War ein bisschen Schiss. 49% Wartungszustand. Wird jetzt langsam kritisch. Na gut. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, entweder wir bauen jetzt die Achterbahn oder können wir noch irgendwas bauen, was wir noch nicht haben? Ja, das stimmt, dieses Weltraumtraining. Ja. Hierhin. Ginge. Aber ist dann auch echt... Ich weiß nicht, ob wir alle Schlangen dann voll kriegen, weißt du? Schon wichtig, dass hier die Schlange mal voll ist. Sieht jetzt nicht so überfüllt aus. Ich glaube, zu viel Attraktion bei gleichbleibender Besucheranzahl. Ich glaube, der Trend ist auch so, dass hier durch kein Glücksgefühl die Leute gehen, ne? Kein Glücksgefühl.
Da sieht man auch nochmal, was unsere Zielgruppe ist. Vor allem Familien aktuell. Glücksgefühl, Infoansicht. Okay, die gehen. Warum? Kein Trinken. Ja, okay, pass auf. Ich würde jetzt einen Getränkeshop nochmal machen. Hier hin. Ja. Und dann machen wir auch nochmal einen Mülleimer hin und eine Bank. Ja. Wobei, Bänke können wir auch hier schön hin. Ne, hier kommt ein Store hin. Hier können wir noch eine. Ne, hier könnte auch noch ein Store hinkommen. Hier eine Bank. Oh, jetzt ist die da so in der Mauer. Das ist ugly. Das mag ich nicht. Man könnte hier auf den Wegen auch ein bisschen gucken. Theoretisch. Dass man Bänke hinbaut. I mean, why not? Ja. Ne, hier holt man sich schön beim Snackautomarkt ein paar Sachen. Und dann setzt man sich hin. So. Klasse. Okay, was geht noch beim Glücksgefühl, liebe Leute? Ich verklick mich immer. So, was ist bei euch das Problem? Kein Essen. Hm. Kein Essen, ja. Ja, ja, ja. Essen ist ein Problem. Warte mal, ich sag mal, der soll schneller arbeiten. Gestresst. Dadurch ist das Servicetempo auf 100%, aber die Instandhaltung wird teurer, weil er mehr Missgeschicke baut oder halt nicht so sorgsam arbeitet, ja. Aber wir machen auch natürlich mehr Umsatz. Oh, hier ist jetzt mittlerweile eine schöne Schlange. Ganz Familien. Super. Okay, wir haben zwei Begeisterung. Super. Wir könnten jetzt einen Shop upgraden. Beispielsweise kandierter Äpfelshop. Schaltet die folgenden impossifizierten Produkte frei. Kandierter 9000 Scoville-Apfel. Er ist ultra scharf, oder was? Der Spaßzuwachs ist vorübergehend 1.05 erhöht. Okay. Gut. Personal hat sich erholt. Super. Wie ist hier Wartungszustand? Verbessert. God bless. Gut. Ja, dann fahren wir weiter. Spaß und Begeisterung. Ich speed ein bisschen ab. Theoretisch können wir jetzt entweder Gebiet freischalten into Achterbahn, beziehungsweise Achterbahn können wir noch hier schön starten und dann über den Park hinwegführen lassen. Man kann auch so eine wilde Maus bauen. Ja, es gibt Standard-Achterbahn, breite Achterbahn und die wilde Maus. Ja. Ich meine, wir haben 40% Familien als Zielgruppe. Da wäre eine wilde Maus angebracht. Finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. So, die macht hier Animateurzeug. Super. Jetzt haben die alle mehr Spaß. Oh, warte mal, das geht zurück. Ja, wir sind relativ dreckig. Dann noch eine Reinigungskraft. Oh, wir machen jetzt echt wenig Umsatz. Aber Hauptsache positiv. Also actually haben wir mehr Umsatz gemacht, als wir noch kleiner waren. Ich glaube, hätten wir mehr Shops für... Ja, die Parkattraktivität ist bei 94 Sternen von 150. Und der Spaß ist bei 134. Und wir erfüllen nicht die Besucherkapazität. Wir sind bei 600. Aber ich glaube, man muss halt dafür sorgen, dass sie nicht den Park verlassen. Und so stackt man dann langsam den Park voll. Glücksgefühl ist bei allen übrigens jetzt gut. Ja. Hier kommen ein paar Gelbe rein, klar. Die müssen ja beglückt werden. Geldautomat wäre gut, damit die länger im Park bleiben, tatsächlich. Wir haben aber noch keinen, ne? Ich gucke mir mal die... Doch, kleiner Geldautomat. Warte mal. Kleiner Geldautomat. Perfekt. Machen wir hier hin? Nee, das ist ein Eingang. Ich will den nicht verbuggen. Dann machen wir hier hin. Kleiner Geldautomat. Wo noch? Hier vielleicht? Ja. Okay, zwei Geldautomaten. Guck mal, die gehen direkt ran und heben ab, Alter. Nice.
Geil. Ja, bleib länger im Park. So, was machen die Automaten? Gewinn $50. Oh, der macht Verlust. Der Snackautomat, okay. Okay, okay. So, jetzt kommt hier eine Welle raus. Habe ich das jetzt gut durchdacht, marketing-wise? Ey, da hat irgendwer was hingelegt. Ey, ihr könnt euren Dreck auch mitnehmen. So, wie viele von denen gehen jetzt an den Automaten? Niemand. Doch, hier. Die gehen an den Snackautomaten. Super. Der Snackautomat ist vor allem für Teenager und Erwachsene. So, und hier auch. Und dann setzen sich ein paar hin. Ey, ich habe das so geil durchdacht. Ich bin ja so ein Profi. Spaß ist gestiegen von 134 auf 158, aber die Parkattraktivität kracht weiter runter. Warum sind wir bei 60% Sauberkeitswertung? Das kann doch nicht sein. Warte mal, wir machen beim Ausgang von jeder Attraktivität mal einen Mülleimer hin. Also hier. Dann hier. Dann hier. Hier. Und hier. Und nehmen die Bank. So. Hier haben wir ja eigentlich genug. Können wir auch noch einen hinmachen. So. Ja. Klasse. Da machen wir auch einen hin. So, das könnte schon mal ein bisschen was... Ah, Junge, die Sauberkeit. Okay. Ansonsten... Oh, wir haben 4 Impossification. Ihr wisst, was das heißt. Ansonsten können wir auch... den Park natürlich verschönern. Mit Zeug. Hier so ein Monster Truck zum Beispiel. Was ist denn so Wilder Westen-mäßig Theme? Hm. Skorpion, der leuchtet. Hover-Auto. Alter, so ein Hover-Auto ist ja krass. Oh ja, so eine Polizeikarre. Auf dem Dach. Wäre ja nicht schlecht. Kann man natürlich auch komplett anwinkeln und so. Aber wir können hier so den Parkeingang so gestalten, als ob hier so die Polizei steht. Das ist doch geil. Nee, dann denken alle, oh, Polizei. Und gehen schnell, weil sie kriminell sind. Sowas ist doch auch gut. Das ist doch auch schön, oder nicht? Passt aber irgendwie nicht zum Geländer. Fette Rakete? Das ist doch geil. Das sieht doch nach was aus. Hier machen wir eine Rakete hin. Dann machen wir... Was ist das? Alter, ist ja auch schick. Ja, machen wir hier hin. Nee, wir machen hier Bäume mal hin. Pass auf. Wir brauchen sowas, genau. Oder was sind hier für... Wie ist hier die Flora, Digga? Oder Fauna, Digga? Ja. So. Das passt, glaube ich. Ja? Ja, das hat ein bisschen gefehlt. Ich gebe es zu. Hier so Kakteen. Ist ja auch geil. Zack. So, ja. Hier so ein bisschen Stachelscheiß am Boden. Ja. Da geht noch viel mehr. Wir könnten auch... Wir können ja alles... Also da kann man ja halt ewig sich austoben. Und was wir auch machen können... Gelände rauer gestalten. Aber... Bringt nicht... Also... So, dann sieht das so aus. Ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht so geil. Aber hier so. Ne? Dann hat das so ein bisschen Profil. Ja? Ja, wobei, da will ich eigentlich Gebäude hinsetzen. Aber hier könnte man es machen. Und hier? Ja. Dann ist hier einfach so ein bisschen... Dynamik drin, ja. Okay, wie sieht es jetzt aus mit der Parkattraktivität? 98, gut. Ja, so ein bisschen. Okay, wir machen Impossifications. Pass auf. Geht das Ding nochmal? Nee, okay. Dann machen wir jetzt... Das hier. Rentabilität geht hoch, Spaß geht hoch, Begeisterung geht hoch. Abfahrt. Es ist echt fantastisch, all die Besucher zu beobachten, wie sie mit offenem Mund herumlaufen. Ja, ist fantastisch. Mir fällt kein anderer Ort ein, an dem die Menschen so voller Staunen sind.
Mal abgesehen vom Publikum eines meiner Rekordversuche für den weitesten Haisprung. Ich habe Sophie und Blaze verwechselt, tut mir leid. Aber ist auch egal. So, das Ding geht richtig ab. Das kenne ich nämlich schon. Das Ding... Loco Mio, ich sag euch. Das ist auch eigentlich gemeingefährlich. Ihr seht auch, es gibt zwei Ränge. So, zieht euch das rein. Können wir hier mal wieder ordentliche Mucke machen? Hart abgerockt. Es ist so wild, was jetzt passiert. Ja, also, ja. Dann habt mal viel Spaß. Stell vor, du sitzt da drin. Das ist doch zum Kotzen. Also wortwörtlich. Boah, das hat ja so Andrang. Ich könnte ein bisschen Preis erhöhen. Aber ich will auch nicht, jetzt wo es gut läuft, das irgendwie kaputt machen. Was sagen denn die Leute über die Preise? Preis von Colorado Duell ist ein Schnäppchen. Ja, das muss ja nicht. Dann machen wir mal 8. So. Und hier, was sagen die Leute hier? Warteschlange zu krass. Preis ist ein, ist ziemlich in Ordnung, der Preis. Okay. Beide mal im Auge. Ziemlich in Ordnung, der Preis. Ziemlich in Ordnung, der Preis. Und da drüben. Da kann man alles immer checken. Ziemlich in Ordnung. Okay. So, wie ist jetzt der Preis? Ja, das wird erst mit der Zeit, glaube ich, angezeigt. Ne, ist immer, ich glaube schon chronologisch. Oder von unten nach oben, weil hier steht jetzt, der Preis ist ziemlich in Ordnung. Vorher war es ja ein Schnäppchen. Aber ja, die ploppen halt nach und nach rein. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt eine Achterbahn. Abfahrt. Wir haben 4000, ja. Wir machen eine Standard-Achterbahn. Und ich glaube, wie schon angesprochen, lassen wir die hier starten. Wir müssen aber, glaube ich, ein neues Gebiet freikaufen. Ja. Okay, pass auf. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Krönung des Ganzen. Bei so einem Freizeitpark-Simulator. Aber ja. Besser spät als nie, I guess. So. Wir lassen den hier durchfahren. Ja, wir müssen das Gebiet freikaufen. Ja, Grundstückserweiterung, Kaufpreis 1000. Okay, und das hier ist nicht verkäuflich. Okay, ja, müssen wir mal gucken. Hä? Ich habe das doch gekauft. Habe ich falsch gekauft? Ich habe falsch gekauft, oder? Ich guck dahin. Mist. Warte, ich kann ja rückgängig machen, oder? Nicht zum Rückgängig machen. Schade. Gut, egal. Bin ich selbst schuld. Jawohl, okay. Pass auf. Wir machen einen Kettenlift. Ja, dadurch, dass der fährt hoch. Bruchkehn, Schwung. So. Passt das? Oh nein, das passt nicht. Die ballern gegen den Stein, oder nicht? Warte mal. So. Kettenlift. So, und dann... Nee, das klappt nicht. Kettenlift. Ich muss das irgendwie gut sehen, dass das... Ja. So, wa? Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, dann geht's natürlich runter. Dann geht's runter. Und dann ballert der... Pass auf. Der geht richtig rund. Der könnte sogar richtig in den Boden. Der geht richtig in den Boden. Ja, das ist gut. Der geht heftigst in den Boden. Kommt dann hier raus. Nee, 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 nee. Entspannt euch. So. Kommt heftigst rausgeshootet. Was ist das? Und dann... So, hier ist immer ein Testfahrt. Dann kann man gucken. 20 km/h, 30, 40, 50.
heftig in den Tunnel. 130, 140 km/h. Dann kommt er rausgeballert und alle sterben. Geil. So, und jetzt geht's ab. Pass auf. Ich lasse den richtig knapp über dem Park einmal durchziehen. Und das hier kreuzen. Wie geil wäre das denn? So. Und dann so. Und das hier. Das hier. Lasse ich jetzt richtig knallen. Warte mal. Wie war das nochmal? Ja. So, da. Paar Spiralen. So, jetzt geht's los. Pass auf. Also, das kann man auch abspielen. Sorry. Mal 4. So, zack. Jetzt machen wir ein normales Tempo. 140 km/h. Und jetzt geht's ab. Mit 100 km/h. Ist ein bisschen langsam. Ist ein bisschen langsam, bleibt fast stehen, die kotzen fast. Und hier, ja, nee, shit. Okay, pass auf, den machen wir hoch. In der Hoffnung, dass das knallt. So, und hier machen wir noch ein neues Element rein und lassen den absacken, damit der hier wieder Fahrt aufnimmt. So knapp über dem Boden. Okay. So? Oder hier nochmal höher, dass der noch steiler rausballert. Weil hier ist auch... Ja, scheiße. Ne? Okay, dann machen wir den höher. Klappt das hier mit drunter durch? Wir sind jetzt bei 1100 Kosten. Lift, lift, lift. Ich könnte hier natürlich auch einen Lift einbauen, aber das wäre ja langweilig. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Mal 2. Zack, jetzt ballern die da durch einen Kanal und kommen hier hochgeschossen. Ja, mit ein bisschen Tempo. Das sieht gut aus. Oh mein Gott. Das ist doch die Attraktion, Leute. Und in die andere Richtung zwirbeln. Und dann sterben alle. Das gefällt mir. So, dann über das Schiff. Nee. Wir machen nicht Kurve. Kurve habe ich gar nicht, oder? Warte mal. Ach, ein bisschen Kurve müssen wir, glaube ich. Weil die sonst sterben. Und dann so. Und hier könnte man ein bisschen eindrehen. Das ist, glaube ich, gesünder. So. Jetzt machen wir eine Testfahrt. Die Testfahrt findet jetzt statt. Und wenn die einmal durch ist und alle leben, dann darf das Ding an den Start. So, das heißt, wir gucken jetzt. Der ballert hier durch. Super. Ein paar Schrauben. Bis hier kotzen die dann alles voll. Die ankommenden Gäste auf den Kopf. Hier gibt es vielleicht einen Crash. Könnte dynamisch und toll werden. Dann geht es hier hoch. Wird ein bisschen entspannter. Und komm schön heile an. Das ist doch geil. So, jetzt, ich gehe mal auf die linke Seite, muss man Attraktionen auswählen. Also die USPs der Achterbahn, die man dann benennt. Und dementsprechend wird die Achterbahn beliebt für gewisse Zielgruppen. Aktuell finden die alle scheiße. So, und je nachdem, was man gemacht hat, kann man hier Attraktionen oder die Aufhänger quasi, die Marketing-Aufhänger auswählen. Zum Beispiel immer vorwärts. Die meisten normalen Achterbahnen funktionieren so. Es gibt aber auch alle möglichen Hilfsmittel, um den Zug rückwärts fahren zu lassen. Der Zug darf nicht rückwärts fahren. Dadurch können wir immer vorwärts auswählen. Das ist aber relativ basic. Ihr seht, gibt nur einen Stern bei Spaß und Renta. Bis zum Mond. Der Zug muss eine Höhe von 50 Meter über dem Boden erreichen. 2 Renta, 2 Begeisterung. Komet. Der Zug muss eine Geschwindigkeit von mindestens 120 km/h erreichen. 1 Spaß, 2 Renta, 1 Begeisterung. Kopfüber, 3 Spaß, 2 Renta. Das nehmen wir. Finde aber Familien komplett scheiße. Ist aber okay. Familien, unsere größte Zielgruppe. Eigentlich dumm. Was finden Familien gut?
Immer vorwärts. Nee, finden nur Erwachsene gut. Wir haben nichts, was Familien gut finden. Na gut. Dann gehen wir. Aufregende Attraktion. Der Zug muss mindestens 4 Inversionen machen. Inversion? Ich bin nicht vom Fach. Ach, man kann ja auch filtern. Von Familien bevorzugt. Sind wir bald da? Ach Quatsch, das ist ja kopfüber, ich bin dumm. Sind wir bald da? Muss mindestens 3 Minuten dauern. Holprige Fahrt. Muss mindestens 2-mal seitliche G-Kräfte von mindestens 6 erreichen. Hm. Mach mal halb langsam. Der Zug muss mindestens durch 20 Meter Bremsen fahren. Das können wir einbauen. Das gibt 3 Renter und Familien finden es toll. Dann bauen wir hier eine Bremse ein. 20 Meter. Bremse? Reicht das? Sind das 20 Meter? Familie? Warte mal. Hä? Können wir die alle auswählen? Nee. Ich bin gerade verwirrt. Familien. Können wir die jetzt alle nehmen? Hm. Höhenangst. Der Zug darf eine Höhe von... Hä, aber wir können das doch alles... Wieso können wir das jetzt auswählen? Ich check's nicht. Warte mal, ich mach die nochmal weg. Da sind auch Fragezeichen unten dran. Warte mal, mache ich gerade falsch. Alle Aufhänger. Ja, alle Aufhänger. Entfernen. Ja, ich glaube, die Grün kann ich nehmen. Eben war doch die Darstellung anders. Ich bin gerade so verwirrt, weil Grüne kann ich ja nehmen, wenn das Symbol grün ist, und Rote nicht. Aber gerade sind alle grün auf einmal. Kaum habe ich die Bremse eingebaut. Oder werden hier generell gerade nur die verfügbaren angezeigt? Okay, egal. Familien. Kettenlos. Der Zug darf nicht von einem Kettenlift gezogen werden. Ja, aber haben wir ja drin. Das heißt, es geht ja gar nicht. Hä? Ach, ich glaube, der muss jetzt nochmal eine Testfahrt erstmal machen, ich Vollidiot, weil die Bremsen ja jetzt da sind. Sorry. Zack, 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 zack. Und hier kommt die Bremse. 20 Meter Bremse. So. Das ist doch familiengerecht. Super, jetzt. Ah, Mamma Mia. Vom Familienbevorzug. 2. Mach mal halb langsam. Sichere Ankunft. 2 Spaß. 2 Spaß ist gut, aber 3 Renter ist auch geil. Aber wir machen 2 Spaß, 2 Renter. Ja. So, und jetzt zweiter Aufhänger wird am besten was richtig nochmal hier 3 Spaß, 2 Renter. Oh, Familien finden es dann aber beschissen. Ich komme, glaube ich, nicht umhin, dass eine Zielgruppe komplett abgefuckt ist. Ihr seht es da. Das sind die wichtigen Stats. Finale Statistik. Also das ist Bombe. 5 Spaß, 4 Renter. Familien hassen's. Ja. Aber ich glaube, das machen wir. Aber dann hätte ich mir die sichere Ankunft, glaube ich, sparen können, oder? Wenn Familien eh abgefuckt sind. Guck mal, 441. Hm. Okay, wir machen das erstmal so. Ja? Wir machen das so. Höchstgeschwindigkeit in Station 18 von 20, durchquerte Inversion 5 von 4. Okay. Gut. Dann fertig. Durch eine Impossification kriegen wir einen Aufhänger mehr. Ja, kostet 1300. So.
Und jetzt geht's los, Leute. Das weg. Eingang. Ich glaube, der Eingangsweg muss nicht tatsächlich lang sein, weil das Ding eine ziemlich schnelle Durchlaufzeit hat. Und Ausgang... Warte mal. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Rückwärts. Wir machen den aus, den Eingang hier rum. Weil ich will, dass sie hier ankommen, damit die wieder shoppen gehen bei den Geldautomaten. Also, hier. Jetzt darf ich nicht verkacken. So, Kurve. So hätte ich es gern. Grundstückserweiterung gehört dir nicht. Bin ich hier zu weit am Rand? Ich bin zu weit am Rand, glaube ich. Oder? Könnte sein. Warte mal, ich fange einfach von hier an. Kurve. Ja, so. Guck. Zu nah bei anderen Kreuzungen. Diese Grundstückserweiterung gehört nicht dir. Ja, das ist noch ein bisschen tricky. Ihr seht auch, ich finde es nicht ganz so schön, wie das so halb unterm Boden ist und so. Das wirkt für mich noch nicht ganz rund. Also bei Ein- und Ausgängen habe ich Schwierigkeiten bei den Attraktionen. Okay, hier ballert die Achterbahn drüber. Warte mal. So? Ne, und hier, Grundstückserweiterung gehört dir nicht. Also, ich glaube, das müsste hier so kommen, aber nicht hier. Ne? Hä? Also, es ist wild, ne? Ihr seht's. Okay, so habe ich es jetzt hinbekommen. Ja gut, jetzt ist die Schlange riesig. Naja, whatever. So, und das machen wir so. Into so. Okay. Und hier machen wir Mülleimer hin. Und vielleicht auch Bänke. Warte mal. Eine Bank. Ist ganz schön eng der Weg jetzt, ne? Dann machen wir einen Mülleimer hier direkt hin beim Ausgang. Das wollten wir ja. Gut. So, jetzt bin ich gespannt. Wie kommt die Achterbahn wohl an? Ey, ist aber ein cooler Park, oder? Ist doch mega. So. Wir gucken mal. Klappt das mit dem Eingang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass jetzt wieder ein bisschen buggt, wie bei dem Fahrgeschäft. Guck mal. Ist halt die Frage... Aber ist doch startklar, ne? 4,50 Dollar. Ist das ein guter Preis? So, geht doch in die Achterbahn, Leute. Es wirkt verbuggt. Es war auch ganz abstrus, wie ich den Eingang hier gemacht habe, ne? Ja, okay, jetzt neue Chance. Ja. Der Preis von Standard-Achterbahn ist ziemlich in Ordnung. Achso, man kann natürlich alles umbenennen. Genau, hier sieht man nochmal die Aufhänger. Sind die jetzt zu zweit gestartet? Na, müssen die wissen. Man kann auch die Farbe anpassen. Aber wo nochmal der Name? Kann man safe ändern. Ich hatte das schon mal. Kann man safe ändern. Ja, ich weiß aber gerade nicht wie. So. Ja, hoher Andrang ist das nicht, bin ich ehrlich. Muss ich vielleicht rumsprechen. So, wir fahren mal in den Tunnel. Ich würde straight abkotzen. Das ist ja überheftig, das Ding. Das muss ich rumsprechen. Jetzt verstehe ich auch, warum Familien das nicht geil finden. Ey, aber voll ist das nicht. Voll ist das nicht. Leute, geht in die Achterbahn. Was ist los mit euch? Wir haben eine Achterbahn aufgemacht. Warum ist es nicht beliebt? Die haben alle Spaß. Wir hatten etwas Spaß mit Standard Achterbahn 1. Hm. Aber wir haben übrigens 677 Leute im Park. Sauberkeit immer noch ein Problem.
Ich stelle noch wen ein, oder? Das Ding macht safe Miesel. Verwendung unausgelastet. Wartungszustand 71%. Instandhaltung 800, Ausgaben 26, Einnahmen 18, Gewinnverlust minus 8 Dollar. Ja, aber das ist auch wirklich das Gegenteil von ausgelastet. Shit. Vielleicht sollte man den Eingang der Achterbahn im Zentrum des Parks machen und nicht so außerhalb. Ich probiere mal was, ja? Pass auf. Ich probiere mal was. Bearbeiten? Nee. Genau, Eingang. Dürfen keine Kreuzung haben? So. Okay. Und das Ding kommt weg. Ist auch eh weird gebaut. So, Abfahrt. Spulen schnell vor. Zack. Klasse. So. Bitte gehen Sie alle rein. Alle rein jetzt. Alter, das Ding rastet halt völlig aus. Rein. Viel Spaß. Siehst du? Super. Oh ja, das sind schon mal mehr. Würde ich sagen. Die gehen zwar durch den Laden, aber alle, die Softdrink kaufen, sind erfrischt. Und sagen sich, boah, war das so, ne? Ich bin 12. Ehre aller Ehre, Ehre, Ehre. Oh, jetzt bin ich erfrischt. Lass mal in die Standard-Achterbahn 1. Die soll voll cool sein. Das ist Marketing, Freunde. Und dann geht's ab. Hier kommen sie raus. Da düsen die rein. Dann kommen die hier raus. Kotzen sich kaputt. Hier kotzen die sich nochmal kaputt. Bremsen und können den Park verlassen. Dann sind die bedient. Guck mal, was hier jetzt für eine Schlange ist. Marketing! So, und jetzt kommt die Krönung. Ja, genau. Geht mal alle rein. Macht den Laden mal voll. Macht mal voll. Macht mal voll. Geil, jetzt machen wir richtig Umsatz damit. Ist voll. Ausgelastet. Guck mal, die gehen komplett... Oh, Alter, hinsetzen. Alle hinsetzen. Hallo. Ich würde kotzen. Allein das würde mich schon killen. Ich habe so Höhenangst. Und jetzt geht's ab. Ich würde so kotzen. Och, es geht eigentlich. Nee, ich würde kotzen. Und andere Richtung. Oh, das ist fies. Oh Gott. Hey, aber es ist eine coole Achterbahn. Es fehlen halt Loopings. Oh ja, ein bisschen Beleuchtung. Warte mal. Hier. Zack. Können wir hier so Strahler und so dran machen. Aber wir machen erstmal die. Ja, wird immer voll. Ist doch cool. Und dauert auch nicht so ewig. Ey, geil. So, jetzt machen wir folgendes. Impossification, Digga. Achterbahn. Spaß. Hä, warte mal. Je nachdem, wo man mit der Maus ist, sind es andere Sachen. What? Ungebremst. Was? Je nachdem, wo sind es andere Sachen. Okay, ungebremst. Nee, hä? Der Zug muss eine... Alle Wagen... Hä? Nee. Was steht denn da? Ich check's nicht ganz. Ach so, nee, der schaltet, glaube ich, unterschiedliche neue Sachen Aufhänger frei. Okay. Ungebremst. Der Zug muss eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 80 km/h haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache nochmal zurück. So, wenn ich jetzt hier sage, Halbstation. Halbstation. Sorgt für Begeisterung. Ungebremst.
Ungebremst. Ich verstehe es nicht ganz. Jeder Wagen für sich. Wagenscooter, eine... Nee, ich würde... Hier wird es immer halbstark. Ich check's nicht ganz. Wir machen jetzt einfach mal. $2.500. Walla. Okay. So. Halbstation. Was heißt das? Das Ding heißt jetzt übrigens Coaster 2. Rentabilität 6 Sterne. Spaß 7. Ja, ich glaube, so eine Achterbahn ist wirklich der Höhepunkt von diesem Spiel. Da kann man so viel ausreizen. Warte mal, können wir die jetzt noch irgendwie bearbeiten? Impossifizierte Achterbahn, Halbstation. Ach, das ist einfach schon dabei. Okay. Warte mal, dann mache ich mal rückgängig. Nicht verfügbar. Schade. Dann hätte ich lieber mal das andere ausprobiert. Okay, also wenn man impossifiziert, wird das halt geedit. Hier ist irgendwo jetzt eine Hype-Station. Ich glaube, der Typ, der hypt. Oder sie. Neue Parkstufe. Abfahrt. Sophias Labor. Ich weiß genau, was wir machen. Geldautomat, Hotdog-Shop, Burger-Shop. Abfahrt. So. Und jetzt machen wir endlich mehr Essen. Burger-Shop. Absolutes Pflichtprogramm für den Park. Bin ich early. Neben dem Baum. Zack. Dann Hotdog-Shop. Machen wir hier. Zack. Getränke. Bubble Tea. Mineralwasser. Bubble Tea. Bubble Tea... Oh, Bubble Tea ist huge. Ich will ihn nicht so weit weg vom Schutz machen, ne? Warte mal. So. Und dann... Ein Weg dahin. Oh, ich habe ihn falsch ausgerichtet. Lul. Bearbeiten. Ich kann den nicht rotieren. Okay, dann weg damit. Bubble Tea, Bubble Tea, Bubble Tea. Bubble Tea ist auch eher was für Familien, oder? Nee, eher für Erwachsene und Teenager. Dann müsste das eigentlich eher... Und Hotdog? Hotdog ist für Teenager, okay. Ja, dann ist es gut bei der Achterbahn aufgehoben. Aber Bubble Tea muss dann auch zur Achterbahn. Weil das ist für... Zielgruppe Erwachsene und Teenager. Familien auch ein bisschen. Okay, da ist die. Okay, der ist halt so länglich. Na, so. Dann machen wir das Licht weg. Dann machen wir hier einen Weg. Den. So, klasse. Und wir machen eine Mülleimer. Oh, die sind rabattiert. Delikatessen-Shop. Delikatessen-Shop. Machen wir am Ende. Zack. Schöner. Alter, auch geil. Ey, ich muss sagen, das Design vom Spiel ist geil. Ey, wir haben mehr Bänke. Lederbank. Das ist eher Western, ne? Holzbank. Oh ja, das ist Western. Wallerkrise. Oh, die Westernbank ist natürlich auch Western. Aber wir machen jetzt erstmal Holz. Mülleimer. Zack. Zack. Ah, der ist ugly. Der ist ugly platziert. Ja, das Ankern finde ich auch noch nicht ideal, ne? Also, wo die Sachen hier so ankern und so. Ihr wisst. Sie geht irgendwie auf der Stelle. Ich habe das Gefühl, das verbuggt. Oder? Da geht auch keiner hin. Aber Hotdog gehen sie hin. Geil. Da machen wir auch so viel mehr Umsatz jetzt. Wo war Burger? Burger war hier. Da gehen sie auch hin. Super. Stehen sie Schlange. Wir brauchen Licht. Licht, Licht, Licht. So. Ah, okay, jetzt sind sie beim Bubble Tea Laden. Top.
Geh ein bisschen zickzack hin. Ja. Okay, geil. Jetzt machen wir nochmal richtig Umsatz. Ey, Leute, wenn das kein geiler Park ist, das ist ja der absolute Hammer. Fazit. Ich finde es erstmal... Ich bin kein Profi in dem Bereich. Habe tatsächlich nie so eine Parksimulatoren gespielt. Einmal haben wir hier Jurassic Park gespielt. Das ist schon 2 Jahre her, glaube ich. Das kam sehr gut an bei euch. Das war mein einziger Parksimulator, den ich mal gespielt habe. Mir macht's ultra Spaß. Merkt man, glaube ich. Ich finde es optisch richtig schön. Ich finde, alles ist schön designt. Animation von den Leuten, ja, die Wege sind manchmal ein bisschen weird, wie die gehen, ne? Hier so zickzack rein durch die Sachen hier, da sieht man es gerade. Das sind so Kleinigkeiten, aber dadurch, dass es jetzt viel aus der Vogelperspektive ist, tut es dem Vibe, finde ich, keinen Abbruch. Also ich werde dadurch nicht rausgerissen, immersiv betrachtet. Aber es ist da. Einziges Mango, was ich nur in der Beta-Vorab-Version sehe, Maschallah stehen die hier an, sind die Ein- und Ausgänge, wie das platziert wird, wie das funktioniert oder nicht. Ihr habt es gemerkt, ja, man muss da ein bisschen rumfummeln. Dadurch, dass ich es euch jetzt vorgemacht habe, wisst das. Aber ey, es macht so Bock. Ich finde diese Mehrwerte durch diese Impossifizierung, gleichzeitig diese Parkstufe und dadurch in Sophias Labor Erweiterung kaufen, übel geil. Gibt einem richtig dieses Karotte vor der Nase Gefühl, dass man immer weiter grinden will. Und ich muss sagen, die Achterbahn, da kann man halt komplett freidrehen. Ihr habt jetzt nur das absolute Minimum gesehen. Man kann halt später bei der Achterbahn, es gibt übrigens auch Fertig-Achterbahnen, die kann man irgendwo hinsetzen. Es gibt aber auch Module. Ja, seht ihr jetzt hier alles noch nicht. Da kann man so crazy shit bauen. Durch, dass sie durch die Luft fliegen oder was weiß ich. Teilweise, dass sie zurückfahren oder sich das Ganze dreiteilt. Einzelne Wagen dann sich dreiteilen. Ist komplett crazy. Ne? Ihr habt es hier anhand von dem Ding gesehen oder von dem Ding, in welche Richtung, da kommen sie gerade runter, das Spiel geht, finde ich ultra geil. Finde ich ultra geil. Wie gesagt, Alter, das ist beliebt. Geld. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf das Game habt, Park Beyond, schaut in die Videobeschreibung für alle oder für fast alle Plattformen da. PlayStation, Xbox Series und PC. Gönnt euch das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Bis zum nächsten Mal. Alter, Achterbahn läuft auch. Tschüssi.